Bäh. Ah. Wow. Ein Koala! Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu Let's Build Hogwarts Folge 1399, ganz genau. Ich wäre fast gerade selber durcheinander gekommen. Aber hey, es ist auch schon eine echt mega lange Zahl. Es sind schon 4 Ziffern in einer Zahl. Und in der Schule habe ich es nur bis 2 Ziffern gelernt. Ja, sad life auf jeden Fall. Deswegen seht's mir ein bisschen nach. Aber immerhin habe ich es gerade noch so hinbekommen. Und wie ihr wahrscheinlich schon unschwer erkennen könnt, ist die liebe Tati heute mit mir am Start. Hallo Tati, grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist. Wie letzte Folge. Ja, einmal streicheln und knuddeln. Oh, das ist wundervoll. Oh ja, Tati, ja, Tati, ja, Tati, ja, Tati, ja, Tati, jetzt. Ja, ja, okay. Dankeschön, Tati. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, ey, was macht ihr auf dem Dach? Was fabriziert ihr da schon wieder? Ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn, ja, wie immer am Ende einer Staffel von Let's Build Hogwarts, diesmal allerdings wirklich nur eine einzige Folge, werden Tati und ich hier ein bisschen aufräumen, Kisten zusammenpacken und eine saubere Map erzeugen, hoffentlich. Genau, deswegen habe ich hier auch schon meinen Elderstab am Start, beziehungsweise einen Flugbesen. Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal auf den Flugbesen setzen. Tati wird Dinge aufräumen, das heißt Kisten suchen und die dann verräumen, genauso wie ich. Und ich würde sagen, dann legen wir mal los, Tati. Let's go! So, ich habe ihr extra gesagt, dass ich kein Go schreibe, weil ich zu faul bin und sie einfach losfliegen soll, wenn ich losliege. Ich weiß sogar schon, wo eine Kiste ist, die ich auf jeden Fall aufräumen möchte, nämlich bei Hagrids Hütte. Das ist heute eine, ja, andere Folge, kann man sagen, weil, ja, ich habe kein Gesprächsthema. Wir werden einfach quer durch Hogwarts fliegen, werden uns verschiedenste Orte anschauen, werden gucken, ja, wie so der aktuelle Stand der Dinge hier ist, und ich hätte mir gegebenenfalls vielleicht noch irgendwie eine Axt mitnehmen sollen. Wieso sind da Lavapartikel? Man weiß es nicht. Aber okay, hoffen wir einfach mal, dass es trotzdem irgendwie geht. So, und ich werde natürlich Carmens... Ich hätte echt eine Axt mitnehmen sollen, Leute. Wieso komme ich eigentlich nie auf solche guten Ideen? Warte mal, soll ich mir eine Steinaxt bauen? Ist hier... Ja, kommt, Leute, wir machen uns mal... Ja, genau, Vorbereitung, ahoi, Leute. Ich werde Carmens Tipp beherzigen und werde auf jeden Fall jede Kiste abbauen und nicht alles einzeln rausholen. Das habe ich nämlich beim letzten Mal gemacht und das war ziemlich... dämlich. Ja, genau. Und ich habe, Leute, einen Rucksack dabei, aber da geht nochmal ein großes Dankeschön an Tati, weil sie mich dran erinnert hat. Ich hätte das nämlich wahrscheinlich selber vergessen und ja, genau. Aber wem erzähle ich das? Ihr habt euch das wahrscheinlich auch schon gedacht, oder? Ja. So, jetzt nochmal den ganzen Stuff hier einsammeln. Platz haben wir jetzt nicht mehr so viel. Würde ich sagen, bringen wir das doch erstmal zu Warp Cobble. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt die ganze Zeit erst den, Befehl eingeben soll oder ob wir den Weg einfach abfliegen. Bin ich wirklich am Überlegen? Weiß es nicht genau, wir können ja mal gucken. Und ich glaube, ich werde auch erstmal hergehen, alle Deco-Craft-Artikel, die wir jetzt, hier finden, erstmal hier reinräumen, dass die wieder in Clay umgetauscht werden. Weil ich das ja ein bisschen, sinnvoller halte. Also hoffe ich jetzt einfach mal. Und wo man auch ein bisschen jetzt aufpassen muss, ist natürlich das richtige Sortieren. Wisst ihr was, Leute? Ausnahmsweise werde ich jetzt hier Kisten hinsetzen. Ich hoffe, das geht in Ordnung, Leute. Ich habe mit niemandem Rücksprache gehalten. Und normalerweise, wenn ich mit niemandem Rücksprache halte, laufen die Dinge nicht ganz so, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe? Nette Umschreibung, Daniel. Was ich genau damit meine, ist, dass ich jetzt hier einfach Kisten setzen werde und da Sachen rein tue, die nicht geordnet sind, um sie dann später im, ja, Livestream oder im Off zu ordnen. Weil das würde jetzt einfach Ewigkeiten dauern, bis wir, ja, das Ganze einsortiert hätten. Dann würden wir in einer Folge gar nicht das Pensum schaffen, was wir aber bräuchten, um all die ganze Map aufzuräumen. Auch zu zweit, Leute. Und ja, von daher bin ich eigentlich sehr, sehr... ja, doll gewillt, das jetzt lieber so zu machen. Wie gesagt, die Unordnung bleibt nicht, auch wenn ihr mir das wahrscheinlich jetzt gar nicht glauben werdet, weil, naja, Daniel und aufräumen, das sind zwei Wörter, die sich gegenseitig voneinander abstoßen. Aber in diesem Fall werde ich es tun, weil ich ganz genau weiß, was ich mir sonst anhören darf. Und, ja, genau, wartet, wir machen uns hier auch nochmal ein paar Kisten raus. So, vielleicht macht Tati das ja. Also ich mache das nachher, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann mache ich das auch selber, Leute. Dann werde ich mir die ganzen Cobblestones daraus nehmen, werde die in die Cobblestone-Kiste packen und so weiter und so fort. Also, ne, nicht, dass ihr jetzt denkt, der Daniel, der macht das jetzt überhaupt nicht ordentlich. Also ich werde das ordentlich machen, wenn die Zeit dafür noch reicht. So, Home hat, wir haben zum Glück verschiedene Home-Punkte hier gesetzt. Das, ist jetzt gerade wirklich sehr, sehr vorteilhaft. Den Besen nehmen wir auch mal wieder mit, so.
finde das hier mittlerweile wirklich unglaublich schön, Leute. Hagrids Hütte ist so unglaublich gut gelungen und ich hoffe, ihr seht das auch so. Aber das werde ich erst später erfahren. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Aber wenn ihr meine Meinung hören wollt, ich bin sehr zufrieden und bin auch schon gespannt, was ihr sagen werdet. Wobei, ihr habt wahrscheinlich jetzt schon zu diesem Zeitpunkt euch in der Form da geäußert. Nur habe ich das noch nicht gesehen, weil ich ja ein bisschen mehr vorproduziere am Ende einer Staffel. Wisst ihr ja mittlerweile. So, ja, gut, die Kiste, passt das noch? Nee, das passt nicht. Okay, dann machen wir nochmal eben schnell Warp-Kobbel. So, um schnell auch gleich andere Bereiche aufsuchen zu können, damit ihr auch nochmal mehr von Hogwarts seht, denn das, finde ich, ist auch ein großer, großer Vorteil von solchen Folgen hier. Ihr werdet jetzt in dieser Folge einen relativ guten Überblick über die ganze Map bekommen. Oder, ja gut, ganze Map übertreiben sollte ich es jetzt vielleicht an der Stelle auch nicht unbedingt. Aber ihr werdet auf jeden Fall verschiedenste Teile von Hogwarts sehen. Und gerade Leute, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind. Leute, die vielleicht, noch nie ein Special gesehen haben oder noch nie eine Zusammenfassung der Map. Die wird das jetzt vielleicht begeistern und, wird denen auf jeden Fall ein neues Bild von Hogwarts geben. Weil wir uns jetzt auch Orte angucken werden, die so nicht in einer Folge präsentiert werden, sondern meistens erst, anders halt, ne? Wisst ihr, wie ich meine. So, hier haben wir auch nochmal ein paar Steine. Sehr gut, dann haben wir jetzt hier bei Hagrids Hütte, glaube ich, alles abgebaut. Ich nehme mal den Animagus. So, dann fliegen wir nochmal hier die ganze Ecke entlang. Ich meine aber, hier dürfte keine... Ja gut, die Kisten hier, ja, die müssen wir eigentlich... Oh Gott, Leute, was habe ich mir denn vorgenommen hier? Ich wusste, dass eine Folge ein bisschen problematisch wäre. Ja, aber wir haben noch Zeit, Leute. Wir sind gerade erst bei 7 Minuten. Das wird schon. Wird schon. Ich meine, Leute. Es ist sehr, sehr belastend. Aber wir kriegen das hin. Ja. Und ich glaube, ich werde jetzt gleich auch erstmal Richtung Hogwarts gehen. Ich glaube, da wäre es noch sinnvoller, wenn wir erstmal für Ordnung sorgen. Die Kisten nehmen wir hier auch mal direkt weg. So. Und haben wir noch Platz im... Nein, haben wir natürlich nicht. Sehr gut. Dann hätte ich die vielleicht noch nicht direkt abbauen sollen, Daniel. Was meinst du? So, Warp-Kobbel. Ich frage mich, ob Tati da auch so Probleme hat. Ich hätte mir vielleicht einen größeren Rucksack mitnehmen sollen. Das wäre sehr, sehr vorteilhaft gewesen. Aber auch um allen Leuten, die jetzt wirklich sich die Hände vom Kopf zusammenfalten und denken, Mann, Daniel, sortier das doch. Ich möchte einmal bitte dazu erwähnt haben, dass, wir es definitiv nicht zeitlich schaffen würden, wenn ich das jetzt hier auch noch sortieren würde. Also, das ist definitiv safe. Und ja, da seid ihr, glaube ich, auch alle mit mir einer Meinung, oder? Deswegen, aber wir schauen einfach mal. Zur Spezialfolge, also zu LBH 1400. Ich möchte da jetzt in der Folge gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil ich möchte euch an dieser Stelle nicht spoilern. Es gibt natürlich noch einiges, was man da theoretisch, ja, erzählen kann. Aber ich denke mal, dass ich in der Vergangenheit schon ein bisschen Vorfreude gestreut habe. Und möchte euch jetzt einfach mal, ja, die Überraschung so belassen. So, nochmal eben Homeland, so. Und Zeitumkehrer Ahoy wird nämlich gerade wieder ein bisschen dunkel. So, genau. Und ja, deswegen, also ich werde da jetzt nicht mehr viel zu sagen. Nur so viel, ne, das habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt, dass es wieder ein Event werden wird. Aber ich denke, nach meiner letzten Folge, wo ich ja auch schon so ein bisschen über die weiteren Events, beziehungsweise über die weiteren LBH-Specials geredet habe, solltet ihr ja wissen mittlerweile, wie ich darüber denke. Ich bin nur gespannt, ob ihr das genauso seht oder ob ihr eher sagt, nee, Daniel, das ist eine Schnapsidee. Also bezüglich der Idee, dass ich halt ab jetzt immer nur, alle 500 Folgen quasi ein LBH-Special der alten Art und dazwischen halt solche Events, zumindest wenn das Serverteam natürlich bereit dazu ist, weil sonst, ne, funktioniert das Ganze nicht. Ich bin leider servertechnisch nicht so versiert, das alleine hinzubekommen, aber wenn das Serverteam Bock drauf hat und mir da helfen mag, dann könnten wir das gerne in Betracht ziehen und Bock hätte ich auf jeden Fall. Also von meiner Seite aus gibt es da gar kein Problem und deswegen, ja, ich bin mal gespannt, Leute, wie das werden wird. Und ich bin auch gerade am Überlegen, ganz ehrlich, wenn das jetzt zeitlich nicht hinhauen sollte mit dem ganzen Sortieren oder beziehungsweise mit dem ganzen Wegräumen der Kisten, weil ich werde ja allein schon jetzt in dem Bereich, wo ich da gerade aktiv bin, noch ein bisschen Zeit brauchen, dann müssen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen umdisponieren. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wir hier die Kisten, wegmachen müssen. Das ist definitiv Fakt, also da führt auch kein Weg dran vorbei. Aber ich kann ja nicht mehr Folgen machen, als zur Verfügung stehen. Schwierig. Vielleicht mache ich das auch irgendwie, ja, vielleicht machen wir es dann im Livestream nochmal, wobei das ist auch blöd wegen Spoilergefahr. Aber, ja, im schlimmsten Fall vielleicht im Off, es ist ja nicht direkt eine Bauaufgabe, es ist ja eher so eine Aufräumaufgabe.
Und nachdem ihr halt gesagt habt, dass ihr wirklich nur noch die allerletzte Folge einer Staffel mit dieser Aufgabe gefüllt sehen wollt, denke ich, ist es sowieso sehr vorteilhaft, wenn wir das im, ja, dann halt im Off machen. Oder vielleicht generell in Zukunft nur noch im Off. Das wäre ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Also, dass wir vielleicht hergehen und sagen, ey, diese ganzen Aufräumaktionen, die sollen zwar passieren, logischerweise, weil die brauchen wir, aber dann immer im Off, sodass die Zuschauer das nicht mitbekommen. Also, weil es nicht direkt eine Bauaufgabe ist. Andernfalls, wenn ihr sagt, das ist nicht im Off, also ich kann ja mal die verschiedenen Optionen durchgehen, die sind nämlich gar nicht so cool leider. Alternativ müssten wir sagen, dass es, ja, dass es halt in den Folgen passiert, aber dann ist wieder das Problem, dass wir länger brauchen als eine Folge. Das heißt, es würde mehr von der Staffel einnehmen und wie ich letztes Mal von vielen gehört habe, ist das nicht so gern gesehen, dass ich irgendwie 2, 3, 4, 5 Folgen nur über so eine Aufgabe hier mache und das liegt mir ehrlich gesagt auch mittlerweile, na, eigentlich schon die ganze Zeit sehr, sehr fern, weil es halt gar nichts mit Let's Build Hogwarts in dem direkten Sinne zu tun hat. Es ist eine nette Tradition. Oh, Tati ist auch hier. Es ist eine nette Tradition, ja, aber mehr dann auch nicht. Also, ja, und auch nicht meine absolute Lieblingsaufgabe, ganz ehrlich, Leute. Ist halt wirklich die Frage, wie seht ihr das, Leute? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Aber, ja, in Livestreams das zu machen, was jetzt vielleicht der ein oder andere denken könnte, wird auch nicht funktionieren, weil am Anfang habe ich ja kurz schon erwähnt, wenn ja, wir das in Livestreams machen würden, gäbe es eine unglaubliche Spoilergefahr und das ist das Letzte, was mir, was ich erreichen möchte, euch irgendwie in irgendwelchen Bauabschnitten zu spoilern. Deswegen gibt es nur die Möglichkeit, entweder wir machen das im Off oder wir machen das in mehreren Folgen. Das sind eigentlich die einzigen sinnvollen Optionen und beide sind nicht ideal. Beide sind nicht ideal, also wenn ihr mich fragt, wenn ihr meine Meinung hören wollt, aber lasst euch dadurch nicht beeinflussen. Ich weiß, dass es zwar ein paar Leute beeinflussen wird, wenn ich meine Meinung sagen werde, aber ja, ich finde es wichtig, dass ich die auch mal kurz genannt habe. Von meiner Seite aus wäre es am allerbesten, wenn wir es einfach im Off machen oder maximal eine Folge und den Rest dann im Off. Dann haben wir die Tradition quasi beibehalten, haben den guten Willen gezeigt. Aber den Rest machen wir halt im Off und es ist auch nichts mit Cheaten oder so. Ich werde das auch nicht cheaten, da könnt ihr euch sicher sein, weil, ja, ich sehe auch keinen Grund dazu cheaten. Ich wüsste auch gar nicht, wie man cheaten sollte, weil sonst würden ja alle Sachen wegbacken, wisst ihr, wie ich meine? Weil, ne, also, wenn ich jetzt hergehen würde, das war jetzt sehr schlau, Daniel, wenn ich jetzt hergehen würde und dann einfach, keine Ahnung, die Sachen nehme und wegbacken lasse, dann habe ich die ja alle verloren. Ich muss die ja einsammeln und irgendwo wieder neu hinsetzen. Sonst macht das ganze Prinzip der Ordnung und des Aufräumens ja, also den gibt es da ja gar kein Prinzip, so wisst ihr. Naja, alles eine sehr schwierige Frage, aber zum Ende einer Staffel kann man die doch durchaus mal stellen, denke ich. Hoffe ich. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr das seht, Leute. Und vor allem im Off hätte man den großen Vorteil, dass man es viel besser direkt sortieren könnte. Und dass man so Sachen wie dieses Eisen hier zum Beispiel, dass man sofort hergehen könnte. Und das in den Ofen schmeißen könnte oder so, ne? Und das wären alles sehr, sehr wichtige und gute und tolle Vorteile. So, Warp-Kobbel. Und ich nehme mal jetzt gerade mal zurück, dass ihr viel von Hogwarts seht. Also ihr werdet gleich noch andere Bereiche sehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die ganze Zeit hier sind. Ja, ich setze mal hier ein paar mehr Kisten. Also das ist die unordentliche Ecke. Wenn Tati gleich kommt, kriegt die wahrscheinlich die Krise, oh mein Gott. Leute, die wird, ich glaube, die wird was in den Chat schreiben. Wenn sie einmal hier zu Warp-Kobbel kommt, die wird gleich zu Warp-Kobbel kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn sie hier ist und das hier sieht, was ich hier gerade fabriziere, ohne zu wissen, was ich mir dabei gedacht habe. Die wird mir den Hintern versohlen, Leute. Die wird mir richtig den Hintern versohlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich erkläre es ihr dann einfach direkt. Genau. Das heißt zwar immer noch nicht, dass sie das dann ja, versteht oder beziehungsweise gut findet, aber ja, ich mache mal mehr Kisten, Leute. Oh Mann, ja. Aber egal, es ist ja mit einem Hintergedanken und einem guten Hintergedanken, finde ich. Oder, Leute, kommt schon, seid ehrlich. Ist so ein ganz netter Hintergedanke, oder? Ja. So und so. Und dann kann irgendjemand nachher, also ich, ja, ich, kann das dann später ordentlich wegsortieren. So, Homeland. So, ich glaube, das müsste das letzte Mal sein, dass wir jetzt hier in die Richtung abdüsen. Oh, hier ist sogar schon alles leer. Guckt mal, Leute, sehr schön. Irgendwas ist da gerade geflogen. Okay. Ja, ich gehe nochmal kurz in die Eulerei. Da gibt es, soweit ich weiß, nämlich auch noch die ein oder andere Kiste. Oder eine, nee, zwei Kisten, glaube ich. Hallo? Eulen, habt ihr hier noch Kisten? Ich gehe mal nach oben, dann gucken wir einfach mal nach. So, aber wir haben jetzt einen guten Überblick über die ganzen Ländereien. Ja, die ganzen Ländereien ist gut, Daniel. Also über einen Teil der Ländereien.
Aber wir können jetzt auch nochmal in die Eulerei gehen, uns da nochmal ein bisschen umschauen. So, und ja, wie man sieht, Leute, da sind sie doch, die Kisten, die gerade angesprochenen. So, kommt mal mit. So, da ist alles soweit drin. Nehmen wir das auch nochmal mit. Aber ihr seht schon, ne, da ist schon einiges von der Dekomod dabei. Ich glaube, wenn wir alles davon einmal umtauschen, dann haben wir eine ziemlich gut gefüllte Deko-Bench. Also, ja, kann sich sehen lassen, Leute. Kann sich sehen lassen. So, oh, jetzt sind wir schon wieder voll. Gibt's hier eigentlich, ja, eine Home-Eule gibt es. Genau, Daniel. So, das ist schon mal sehr gut. Dann können wir uns nämlich hin und her tippen. Tati ist immer noch nicht da. Gott, bitte sortiert die hier nicht. Ich glaube, die steht hier die ganze Zeit an der Seite, räumt das ordentlich ein. Wobei, die sieht ja sofort. Na, aber hier ist keine Tati. Hier, war sie überhaupt hier schon mal? Ich habe sie bisher noch nicht einmal gesehen. Bin mal gespannt, Leute. Werde ich in dieser Folge heute noch verprügelt von Tati? Ja oder nein? Sie werden es erfahren. Und zwar nach der Werbung. Die nicht kommt, weil... weil sie halt nicht kommt. Daniel, du bist heute richtig witzig drauf. Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid. Die Sonne scheint draußen. Ich habe irgendwie Frühlingsgefühle. Ich bin mega gut drauf. Das äußert sich bei mir dann meistens in der Form, dass ich halt Schwachsinn laber. Man kennt es. So, dann nochmal hier. Warte mal, war die voll? Nee, die war auch nicht voll. War die? Ach, die haben wir gerade angefangen. Da war ja was. Stimmt. So, nee, die Kiste nehme ich wieder mit. So, alles da mal hineingeworfen. Und ja, wir haben jetzt da noch Platz für Einzelkisten. Dann könnte ich noch zwei Kisten da hinsetzen. Gibt es hier noch irgendwo zwei Kisten in diesen Kisten? Hallo, Kisten. Oder Holz eventuell. Nur nicht diese sechs. Und dann versuche ich... oh, da sind ja zwei. Oh, nice, Leute. Das sind genau die zwei, die ich brauche. So und so. Perfekt. Gut, dann gehen wir mal home. Eule. Genau. Oh, perfekt, Leute. Das ist immer schön, wenn man so einen Home-Punkt direkt an diesem Ort hat. Und auch noch vor allem weiß, wie der lautet. Weil bei meinem Spatzenhirn ist das leider nicht immer unbedingt, ja, so verständlich. Ich merke mir Dinge leider nicht so schnell. Oder gut. Oder wie auch immer. Naja. So, jetzt haben wir hier noch das hier und noch diese Kiste hier. Oh, die war leer. Ach, umso besser, Leute. So, damit haben wir das hier auch leer gemacht. Gucken wir nochmal gerade ganz kurz. Ja, wobei, da oben habe ich bestimmt keine. Wir können ja mal eben hochfliegen. Nö. Warte, wir können auch nochmal diese Wendeltreppe nach oben latschen. Wenn es denn... lol, kann man da nicht hoch? Da muss ich mir aber nochmal was Sinnvolleres einfallen lassen, wenn man da nicht hoch und runter kann. Also runter kann man bestimmt, aber hoch kann man anscheinend nicht. Ja, Daniel, du bist echt ein Architekt. Nee, lol. Ah, das Ding ist im Weg. Ach, komm schon, really? Ja, Daniel, du bist ein geborener Architekt. Also, Leute, falls ihr euch euer Haus von mir bauen lassen wollt, sagt einfach Bescheid. Ich bin auch günstig. Kein Problem. So, und dann einmal weg hier. Und dann müssen wir jetzt hier nochmal zu den Ländereien selber. Also, hier haben wir alles abgesucht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob, ja, Tati die schon... ah, nee, hat sie noch nicht. Okay, dann haben wir hier noch zwei. So. Es ist sehr vorteilhaft, weil ich mich noch gerade so an die erinnern kann. So, Kisten, dann kommt mal mit. Hier ist... ja, da ist noch was drin. So, alles eingesammelt. Rucksack, einmal so, alles hinein damit. So. Und... ja, das Blöde sind die... oh, da ist noch Knochenmehl. Oh, lol, wo kommt denn das Knochenmehl her? Oh, das hebe ich mir auf, Leute. Das wusste ich gar nicht, dass wir noch Knochenmehl haben. Oh, da bin ich jetzt fast schon gewillt, irgendwie den noch zu nutzen in der Folge. Aber, nee, kommt, wir lassen's. Oder? Warte nochmal, Zeitumkehrer, ahoi. Wartet, wenn Tati das jetzt... Zeitumkehrer, hör auf mich zu mobben. Dankeschön. Warte, Tati sieht das ja vielleicht gar nicht. So, lalalalalala, Tati, sei einfach gerade woanders. Lalalalala. Ja, ich wollte das doch letztes Mal schon machen, in der letzten Folge, Leute. Erinnert ihr euch? Wo ich noch gesagt habe, boah, jetzt hier ein bisschen Knochenmehl, ein bisschen Gras hier hinsetzen. Einfach fürs Biom. Ach, Leute, das ist schön jetzt. Oh mein Gott. So. Und hier auch nochmal. So. Und so. Moment. So, ich will auch gar nicht viel setzen, Leute. Ich bin gleich wieder bei der eigentlichen Aufgabe. Kein Problem. Alles gut. Ich schaff das. Mann, ich will das aber unbedingt gerade mal kurz machen. Das ist mir ein inneres Blumenpflücken. Auch wenn ich mir eigentlich lieber mehr Zeit dafür nehmen würde, weil es mir irgendwie verdammt viel Spaß macht. Generell auch so Moosbälle setzen oder abfeuern oder wie auch immer. Komm, das reicht jetzt. Sonst übertreibe ich es wirklich. Wir haben eine andere Aufgabe, Leute. So, haben wir hier im Innenhof denn noch Kisten? Schauen wir da mal eben nach. Aber ich meine, die wurden ja schon vor langer Zeit weggeräumt. Ja, hier ist alles leer. Okay, dann gehe ich nochmal gerade kurz
Hier das neue Wandprofil, Leute. Ich kann ja alles zeigen, weil keine Spoilergefahr ist. Ihr habt ja alle Folgen schon gesehen, wenn ihr die Folge hier seht. Zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier gerade aufnehme, da habe ich irgendwie die ganze Zeit die Sorge, dass ich euch irgendwie spoilern könnte, aber das geht ja gar nicht. Ich kann euch ja gar nicht spoilern. So, oh, Tati hat die hier schon alle weggemacht. Sehr, sehr gut. Gucken wir nochmal hier, ist auch alles... Ja, super, okay. Können wir hier auch nochmal weiter? Waren hier noch irgendwie... Nee, die hatten wir auch weggeräumt, ne? Mich wundert's gerade, es sind doch gar nicht so viele Kisten, wie ich dachte. Ist das Tati da unten? Nee, das ist irgend so ein Muggel, oder? Ist das ein Muggel? Ja, Muggel. Ist nicht abwertend gemeint übrigens dem Muggel gegenüber. Also lieber Muggel, falls du hier gerade zuschaust, du wirst bestimmt irgendwann ein Zauberer. Im Gegensatz zu Wizarding World ist es ja nicht in Stein gemeißelt, sondern abänderlich. Abänderlich, abänderbar, aber ich habe keine Ahnung, Leute. So, haben wir hier beim Boot... Oh, Daniel, dein Gehirn hat Leistung erbracht. Bitte einmal streicheln, dankeschön. So, ja, die ist auch noch... Oh, da ist noch mehr Knochenmehl. Was ist denn hier los? Hey, das lohnt sich ja richtig. Ja, wenn man auf die Idee gekommen wäre, eventuell vorher die Sachen wegzubringen, wäre es noch sehr, sehr viel sinnvoller gewesen. Tati, bist du schon hier? Immer noch keine Tati hier. Wo räumt ihr denn die ganzen Sachen hin? Vielleicht hat die ihre eigene Taktik? Vielleicht hätten wir die Taktik vorher mal gemeinsam abstimmen müssen? Sie wird die Krise kriegen, wenn sie das hier sieht. Jeder vom Serverteam wird die Krise kriegen, wenn er das hier sieht. Aber ich betone nochmal, Leute, einfach nur, um mein Leben länger zu halten. Es wird sortiert von mir, DagiLP-LBH. Ich werde mich da nicht drum drücken. Also, liebes Serverteam, bitte tötet mich nicht. Ich mach das, wirklich, versprochen. Wie heißt das hier? Indianer-Ehrenwort, ganz genau, das wollte ich sagen. So, Kissen tun wir da auch nochmal rein, so. Und jetzt sind wir wieder leer. So, und wir können... Warte mal, verdammt. Warte mal. Ah, hä? Ich hab schon Hallos, Leute. Ich dachte... War nicht gerade Tati hinter mir? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mich irgendwas haut. Oh Gott, ja, Leute. Alles klar, jetzt kommen die Hallos. Nein, ich hab keine Angst vor Tati. Wie kommt ihr denn auf die Idee, Leute? Homeboot, schnell abhauen. Tati? Bist du hier? Hast du meine unglaublich tolle Idee schon gesehen? So, hier das nochmal abbauen. Sehr schön. Ist die Kiste voll? Ja, die ist voll. Die ist auch voll. Okay. Ja, dann räumen wir mal schnell hier alles rein. Ja, ich hätte einen größeren Rucksack mitnehmen müssen. Aber hey, es scheint wirklich zu klappen zeitlich. Weil wenn Tati ja auch noch hier einiges am Abbauen ist, dann müsste das ja eigentlich alles passen, oder? Oder bin ich jetzt irgendwie blöd? Also ja, aber nee, aber jo, ja, oder? Hä, was? Ich habe auch keine Ahnung, Leute. Fragt nicht. So, da packen wir jetzt auch nochmal den ganzen Stuff rein. Es ist heute eine echt seltsame Folge, Leute. Aber es ist die Folge vom Staffelfinale. Die darf seltsam sein. Die muss seltsam sein. Andernfalls wäre sie nicht seltsam. Wisst ihr? Ja, das macht Sinn. Das macht wirklich Sinn. Glaubt es mir. Oder wenn ihr es mir nicht glaubt, dann glaubt es mir trotzdem. Aber glaubt es mir einfach. So, da haben wir noch eine Kiste. Die bauen wir jetzt einfach mal ab. So. Und damit haben wir jetzt hier auch, ja, für klar Schiff gesorgt. Ich gucke jetzt gerade nochmal eben, ob hier noch irgendwas ist, aber nee. Okay, dann geht's nochmal nach oben und jetzt nochmal gerade mein Spatzenhirn anstrengen. Gibt es noch irgendwelche Bereiche in Hogwarts, wo ich gebaut... Ich weiß was. Hier in dem Gebäudekomplex, Leute. Weil ich habe ja oben ein bisschen weiter gebaut... Und ich meine, leider habe ich die negative Angewohnheit, an jede Baustelle immer irgendwo irgendwelche Kisten hin zu platzieren, damit ich nicht so weit laufen muss und damit die Sachen schön schnell vor Ort sind. Aber das erweist sich leider oft als Fehler, weil, naja, ich sie dann nicht immer direkt wiederfinde, wenn ich es halt schnell vergesse, ne? Aber hier ist alles leer, okay. Hier ist auch alles leer. Hä, als ob hier keine Kiste ist. Habe ich hier keine Kisten hingetan? Offenbar. Daniel, was ist denn mit dir los? Du hast hier keine Kisten hingetan? Lol. Jetzt bin ich aber ein bisschen perplex, Leute. Das ist ja toll. Habe ich ja mal was dazugelernt. Cool. Ja, komm, schaust du zu? So, zack, upsala, den wollte ich gar nicht setzen. Verdammt. Wo habe ich noch gebaut? Ach so, ja genau, hier hinter. Wenn ich da jetzt mit meinem Dickschädel durch die Absperrung... Yay, Daniel, du kannst es auf jeden Fall. Wie komme ich denn jetzt dahin? Dann laufen wir einfach irgendwie raus. Genau, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Ich laufe jetzt einfach nach da oben und dann fliegen wir einfach von hinten rein. Wisst ihr, wie ich meine? Von hinten ist immer gut.
Habe ich nicht gesagt, Leute. Also, ich zeige euch, wie ich das jetzt meine. Ah, wenn ich jetzt hier hochkomme, ja, ich komme hier hoch. Sehr gut. So, und jetzt genau kommen wir nämlich quasi von dem Eingang von hinten so rein. Und dann gucken wir mal, ob wir Glück haben. So, obwohl, oh Mann, hier ist auch noch eine Wand. Ach, stimmt, die hatte ja, aha, okay, okay. Aber warte mal, da ist noch ein Crafting Table, den können wir mitnehmen. So. Hier, ist hier noch irgendwas? Meine nicht, oder? Hallo, Spiel? Da ist noch ein fliegendes Crafting Table. Ey, Leute, wir schaffen das doch zeitlich. Also, zumindest finde ich nichts mehr. Wir müssen dann nachher Tati fragen, oder ich muss Tati fragen, ob da noch irgendwo größere Bereiche sind. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir haben hier soweit alles. Also nur noch der eine Bereich, den ich jetzt abchecken will, aber dann haben wir es. Würde ich sagen, dann beenden wir es auch damit, weil sonst wird die Folge einfach viel zu lang. Aber wir sind auf einem guten Weg. So, jetzt nochmal hier geradeaus fliegen. So. Genau. Und jetzt müssen wir nämlich hier nach... Oh, aua, 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 aua. Nach oben. So, und wenn jetzt hier keine Kisten mehr sind, ja, dann weiß ich auch nicht mehr, Leute. Weil das hier ist der letzte Bereich, der mir einfällt, wo noch Kisten sein... Oder, warte mal, Hufflepuff-Gemeinschaftsraum? Ahahaha, hahaha, ich hab... Oh, verdammt, Leute. Ja, egal, ich nehme mal eine Kiste davon mit. Können zwar nicht alles mitnehmen, aber... Warte, mach ich mir mal eben hier /SetHome-Folge. So, dann nochmal eben Warp-Kobbel, weil dann spawnen wir jetzt die ganze Zeit hier direkt und das macht die Sache wesentlich leichter. Ey, wenn man sich vorstellt, dass all diese Kisten hier gerade mit Stuff gefüllt sind. Das ist so viel. Das ist einfach so viel Stuff, der hier untergebracht wird. So, nochmal da. Perfekt. Und jetzt nochmal den Rucksack leeren. Und oh Gott, da ist Tati. Oh Gott, oh Gott, sie sortiert das richtig ein. Verdammt, Tati. Du hast meine Idee gut gefunden. Findest meine Idee toll, ne? Sie hat einfach noch nichts geschrieben. Das heißt entweder, dass sie damit fein ist oder dass sie mich umbringen wird. A oder B, Leute. Und beides hätte nicht paradoxer zueinander... Oh Gott. Sie rastet aus. Sie kriegt die Krise. Sie rastet aus. Bei ihr brodelt's. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, sie ist richtig... Ja, ja, ja. Sie, ich glaube, sie... Oh Gott. Ich laufe mal gerade ganz schnell weg. Home-Folge? Oh Gott, nein, Leute, ich bin tot. Ja, Leute, letzte Folge, Let's Build Hogwarts, ne? Ist ausgerechnet diese hier. War jetzt nicht so unbedingt direkt von uns geplant, aber anscheinend wird sie das tatsächlich. Ich wünsche euch allen echt ein wundervolles Leben. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Unterhaltung hier mitnehmen. Und ja, denkt einfach an mich, Leute. Dankeschön. Auf ein schönes Leben. So. Ich habe jetzt hier auch soweit alles ich warte schon darauf, dass gleich was im Chat steht. Ob Tati was schreiben wird. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass gleich noch was kommt. Wobei, die Folge geht ja auch nicht mehr lange. Aber glaubt ihr, da kommt noch was? So, nochmal eben Warp-Kobbel. Und dann haben wir es, Leute. So, Tati... Oh Gott, sie steht hier einfach immer noch. Tati, es tut mir so leid. Also es ist schon Absicht, aber gute Absicht. Ich habe mir was dabei gedacht, Tati. Hat sie schon was geschrieben? Nee, aber wie gesagt, das muss nicht ein gutes Zeichen sein, dass sie nichts geschrieben hat. Ich darf mir wahrscheinlich das dann gleich anhören, sobald die Folge zu Ende ist. Yay, wird toll. So, jetzt nochmal gerade hier alles einräumen, so. Und ja, sortieren werden wir dann im Off, Leute, weil das will ich euch bei weitem nicht an... Oh Gott, sie schreibt... Sie schreibt. Nein, sie schreibt nicht. Okay, Leute. Nochmal eben Zeitumkehrer. Ahoi. Und ja, ich werde jetzt hier alles schön einsortieren. Wir haben die Map aber soweit, denke ich, aufgeräumt. Sollte noch ein bisschen was fehlen, dann werden wir das auf jeden Fall noch, im Off machen. Das ist ja jetzt einfach mal... Ich muss es halt selber bestimmen jetzt, Leute, weil ich halt vorproduziere. Ich kann nicht auf Feedback warten. Und ja, dann, freue ich mich, wenn ihr am 2. Mai um 20 Uhr bei Folge 1400 von Let's Build Hogwarts dabei seid. Und ja, schreibt es euch gerne in den Kalender, lasst gerne Feedback da und bis dann, Leute. Macht's gut und ciao!